Der Rest der zweiten Geschichte. Connor herum. Das Haus des Pfarrers? Ja, sagte das Monster. Ich habe das Dach in die Talsenke geschleudert und jede einzelne Wand eigenhändig zertrümmert. Das Pfarrhaus erhob sich noch aus der Nebelszenerie und daneben konnte Connor die Eibe sich auf den Weg machen und als Monster grimmig auf das Pfarrhaus zustapfen sehen. Beim ersten Hieb auf das Dach flog die Eingangstür auf und der Pfarrer und seine Frau flohen in Panik. Das Monster in der Szene warf ihnen das Dach hinterher und es verfehlte sie nur knapp. »Was machst du denn da?« fragte Connor. »Der Alche, irgendwas ist doch der Böse.« »Wirklich?« fragte das echte Monster hinter ihm. Es krachte laut, als das andere Monster die Vorderwand des Hauses einriss. »Natürlich ist er der Böse«, rief Connor. »Er hat sich doch geweigert, die Töchter des Pfarrers gesund zu machen, und daraufhin sind sie gestorben.« »Der Pfarrer hat sich geweigert, zu glauben, dass der Alchemist ihm helfen könnte«, sagte das Monster, »solange es ihm gut ging. Hat er alles getan, um den Alchemisten zugrunde zu richten. Aber als es hart auf hart kam, war er bereit, seinen Glauben über Bord zu werfen, wenn er damit seine Töchter hätte retten können.« »Na und?« sagte Connor. »Das wird doch jeder machen. Jeder! Was hast du denn von ihm erwartet?« »Ich habe erwartet, dass er dem Alchemisten die Eibe schenken würde, als er ihn zum ersten Mal darum bat.« Daraufhin war Connor einen Moment still. Es krachte erneut, als eine weitere Wand des Pfarrhauses einstürzte. »Du hättest zugelassen, dass man dich tötet?« »Ich bin viel mehr als nur ein einzelner Baum«, sagte das Monster. »Aber ja, ich hätte zugelassen, dass die Eibe gefällt wird. Ich hätte die Pfarrerstöchter gerettet und viele, viele anderen auch.« »Aber dann wäre die Eibe tot gewesen und er wäre reich geworden«, brüllte Connor. »Er war doch böse.« Er war zwar habgierig, unfreundlich und verbittert, aber auch ein Heiler. Und was war der Pfarrer dagegen? Gar nichts. Glaube ist die halbe Heilung, Glaube an die Heilmittel, Glaube an die Zukunft, die einen erwartet. Und hier war ein Mann, der vom Glauben lebte, ihn aber bei der ersten Prüfung opferte, gerade in dem Moment, als er ihn am meisten gebraucht hätte. Sein Glaube war selbstsüchtig und verzagt, und er kostete ihm das Leben seiner Töchter. Connor wurde noch wütender. »Du hast gesagt, dies wäre eine Geschichte ohne gemeine Tricks.« »Ich habe gesagt, es sei die Geschichte von einem Mann, der für seine Selbstsucht bestraft wurde, und so ist es.« Vor Wut kochend sah Connor weiter zu, wie das andere Monster das Pfarrhaus zerstörte. Ein riesiger Monsterfuß zertrümmerte die Treppe, ein riesiger Monsterarm holte weit aus und durchschlug die Schlafzimmerwände des Pfarrhauses. »Sag mir, Connor und Melly«, fragte das Monster hinter ihm, »würdest du gern mitmachen?« »Mitmachen?«, fragte Connor überrascht. »Es ist ausgesprochen befriedigend, das versichere ich dir.« Das Monster ging los und gesellte sich zu seinem anderen Ich und stampfte mit einem Riesenfuß auf ein Sofa, das dem von Connors Großmutter nicht unähnlich war. Das Monster drehte sich zu Connor um und wartete. »Was soll ich als nächstes für dich zerstören?«, fragte es, während es direkt neben das andere Monster trat und mit ihm zu einem einzigen, noch größeren, noch fürchterlicheren Monster verschmolz. »Ich erwarte deine Befehle, Junge«, sagte es. Connor spürte, wie sein Atem sich beschleunigte, sein Herz raste und das Fiebergefühl befiel ihn wieder. Er zögerte einen endlosen Moment. Dann sagte er, »Reiß den Kamin ein.« Augenblicklich schnellte die Faust des Monsters vor und zertrümmerte den Kamin, so dass der Schornstein mit lautem Krachen einstürzte. Immer schneller ging Connors Atem, als wäre er derjenige, der das Haus zerstörte. »Schleudere ihre Betten weg«, sagte er. Das Monster nahm die Betten aus den zwei dachlosen Schlafzimmern und warf sie mit solcher Kraft von sich, dass sie fast bis zum Horizont zu segeln schienen, bevor sie zu Boden krachten. »Mach ihre Möbel kaputt«, rief Connor. »Mach alles kaputt!« Das Monster trampelte im Inneren des Hauses herum, zertrat mit befriedigenden Krach- und Knirschgeräuschen jedes Möbelstück, das es fand. »Mach das ganze Ding platt!«, brüllte Connor. Und das Monster brüllte auch und hieb mit den Fäusten auf die übrigen Wände ein, hob einen heruntergefallenen Ast auf und schlug damit die Fensterscheiben ein, die noch nicht zerbrochen waren. Dabei schrie er die ganze Zeit so laut, dass er seine eigenen Gedanken nicht mehr hören konnte. Stumpfsinnig schlug er immer weiter um sich, ging vollkommen in seiner Zerstörungswut auf. Das Monster hatte recht, es war sehr befriedigend. Connor schrie, bis er heiser war, schlug zu, bis seine Arme wehtaten, brüllte, bis er vor Erschöpfung fast umfiel. Als er schließlich aufhörte, merkte er, dass das Monster ihn abseits der Trümmer schweigend beobachtete. Connor keuchte und stützte sich auf den Ast, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. »So sieht richtige Zerstörung aus«, sagte das Monster.
Und plötzlich waren sie wieder im Wohnzimmer von Connors Großmutter. Und Connor sah, dass sie praktisch jeden Quadratzentimeter davon zerstört hatten. Zerstören. Das Sofa war in unzählige Einzelteile zerbrochen. Jedes der vier hölzernen Beine war kaputt, das Polster zerfetzt, das Füllmaterial auf dem Boden verteilt, zusammen mit den Überresten der Uhr, die heruntergekracht und in nahezu unkenntliche Stücke zerborsten war. Genau wie die Lampen und die beiden kleinen Beistelltische sowie das Regal unter dem großen Fenster, dessen Bücher allesamt von der ersten bis zur letzten Seite auseinandergerissen worden waren. Sogar die Tapete hing in schmutzigen, unregelmäßigen Streifen von der Wand herunter. Das Einzige, was noch stand, war die Vitrine, obwohl ihre Glastüren zersplittert waren und der ganze Inhalt auf dem Boden lag. Connor war starr vor Schreck. Er sah auf seine Hände hinab, die voller Kratzer und Blut waren, die Fingernägel eingerissen und schartig und von der schweren Arbeit schmerzten. »Oh mein Gott«, flüsterte er. Er drehte sich nach dem Monster um, das nicht mehr da war. »Was hast du getan?« rief er in die Stille des leeren Raums hinein. Wegen all der Trümmer und Scherben auf dem Boden konnte er kaum die Füße heben. Niemals hatte er das allein gemacht. Niemals. Oder? »Oh mein Gott«, sagte er nochmal. »Oh mein Gott!« »Etwas zu zerstören ist sehr befriedigend«, wisperte es von irgendwoher, eine Stimme wie ein Windhauch. Und dann hörte er den Wagen seiner Großmutter vorfahren. Es gab keine Möglichkeit zu fliehen. Ihm blieb nicht einmal genügend Zeit, um zur Hintertür hinauszulaufen, irgendwo hin, wo sie ihn nie finden würde. Aber, dachte er dann, nicht einmal sein Vater würde ihn jetzt mehr bei sich aufnehmen, wenn er erführe, was Connor getan hatte. Niemals würden sie einem Jungen, der so etwas tun konnte, erlauben, in einem Haus mit einem Baby zu wohnen. »Oh mein Gott«, sagte Connor wieder, und sein Herz pochte, als wollte es ihm aus der Brust springen. Seine Großmutter steckte den Schlüssel im Schloss und öffnete die Haustür. In dem Sekundenbruchteil, als sie um die Ecke bog und noch mit der Handtasche hantierte, bevor sie Connor bemerkte oder registrierte, was passiert war, sah er ihr Gesicht, sah, wie müde es war. Keine Neuigkeiten darin, weder gute noch schlechte. Nur eine weitere von diesen ewigen gleichen Nächten im Krankenhaus bei Connors Mutter. Eine weitere von diesen ewigen gleichen Nächten, die sie beide so mürbe machten. Dann blickte sie auf. »Was zum...« begann sie und unterbrach sich automatisch, um nicht in Connors Gegenwart Teufel zu sagen. Sie erstarrte, die Handtasche in Brusthöhe vor sich in der Luft. Nur ihre Augen bewegten sich ungläubig, nahmen sie die Zerstörung ihres Wohnzimmers wahr, weigerten sich schier zu sehen, was sie da vor sich hatten. Connor konnte sie noch nicht einmal atmen hören. Und dann blickte sie ihn an, mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen. Sie sah ihn mitten in all der Verwüstung stehen, die Hände blutbefleckt von seinem Werk. Im Mund schloss sich, wenn auch nicht zu dem gewohnten harten Strich. Er zitterte und bebte, als kämpfte sie mit den Tränen, ja, als könnte sie den Rest ihres Gesichts kaum noch kontrollieren. Und dann, ohne den Mund zu öffnen, stöhnte sie ganz tief unten in ihrer Brust. Es war ein so qualvolles Geräusch, dass Connor sich am liebsten die Ohren zugehalten hätte. Sie machte es noch einmal und noch einmal. Und dann noch ein drittes Mal, bis es zu einem Ton wurde, einem einzig dauerhaften, entsetzlichen Stöhnen. Ihre Handtasche fiel zu Boden. Sie hielt sich die Hände vor den Mund, als ließe sich das entsetzliche Stöhnen, Klagen, Wehklagen, das sie entströmte, nur auf diese Weise zurückdrängen. »Grandma«, sagte Connor, und seine Stimme war hoch und gepresst vor Angst. Und dann schrie sie. Sie nahm die Hände herunter, ballte sie zu Fäusten, öffnete den Mund weit und schrie. Sie schrie so laut, dass Connor sich jetzt tatsächlich die Ohren zuhielt. Sie sah ihn nicht an, sah überhaupt nirgendwo hin, sondern schrie einfach nur. Connor hatte in seinem ganzen Leben noch nie solche Angst gehabt. Es war, als stünde er allein am Ende der Welt, als wäre er mitten in seinem Albtraum erwacht und lebte dort mitten in dem Schrei, in der Leere. Dann trat sie ins Zimmer. Sie bahnte sich einen Weg durch den Schutt, fast als sehe sie ihn gar nicht. Connor wich so schnell vor ihr zurück, dass er über die Trümmer des Sofas stolperte. Jeden Moment mit Schlägen rechnend hob er eine Hand, um sich zu schützen. Aber sie kam nicht zu ihm. Sie ging schnurstracks an ihm vorbei mit verzerrtem, tränennassem Gesicht und wieder brach dieses Stöhnen aus ihr hervor. Sie steuerte auf die Vitrine zu, den einzigen Gegenstand im Zimmer, der noch aufrecht stand, und packte sie an einer Seite und zog einmal heftig dran, zweimal und ein drittes Mal, bis sie mit einem Knirschen und Scheppern, das ganz und gar fatal klang, umkippte. Sie gab ein letztes Stöhnen von sich, beugte sich vor und stützte die Hände auf die Knie. Ihr Atem ging stoßweise. Sie sah Connor kein einziges Mal an.
auch nicht, als sie sich wieder aufrichtete und ohne ihre Handtasche vom Boden aufzuheben das Zimmer verließ. Sie ging direkt nach oben in ihr Schlafzimmer und schloss leise die Tür. Connor stand eine Zeit lang da und wusste nicht, ob er sich rühren sollte oder nicht. Nach einer Weile, die ihm wie eine Ewigkeit vorkam, ging er in die Küche seiner Großmutter, um ein paar leere Müllsäcke zu holen. Er arbeitete bis spät in die Nacht und das Chaos war einfach zu groß. Als er schließlich aufgab, dämmerte es schon. Er ging die Treppe hinauf, ohne sich erst den Dreck und das getrocknete Blut abzuwaschen. Als er im Schlafzimmer seiner Großmutter vorbeikam, sah er in dem Lichtschein, der unter ihrer Tür hervordrang, dass sie noch wach war. Er konnte sie da drin weinen hören. Unsichtbar. Connor stand auf dem Schulhof und wartete. Er hatte Lily schon gesehen, im Kreis von ein paar Mädchen, die sie gar nicht wirklich mochten. Das wusste er. Und Lily mochte sie auch nicht. Aber da war sie und stand schweigend bei ihnen, während sie lebhaft miteinander schwatzten. Er ertappte sich dabei, wie er immer wieder ihren Blick aufzufangen versuchte, aber sie schaute kein einziges Mal zu ihm herüber. Fast so, als könne sie ihn gar nicht mehr sehen. Und so lehnte er allein an der Mauer, abseits von all den anderen, die kreischten und lachten oder auf ihre Handys schauten, als wäre alles in bester Ordnung. Ja, als könnte ihn im gesamten Universum nie etwas zustoßen. Dann sah er sie. Harry, Sally und Anton, die quer über den Schulhof auf ihn zukamen. Harrys Blick ernst, aber wachsam auf ihn gerichtet, während seine Kumpanen erwartungsvoll grinsten. Hier kamen sie und wurde schwach vor Erleichterung. Als wäre nicht auch so schon alles schlimm genug. Hatte er am Morgen lange genug geschlafen, um von dem Albtraum heimgesucht zu werden? Und wieder war er mittendrin gewesen, in all dem Grauen und dem Fallen und dieser schrecklichen, schrecklichen Sache, die am Schluss passierte. Er war schreiend aufgewacht und der Tag, der vor ihm lag, schien nicht viel besser. Als er endlich den Mut aufbrachte, in die Küche hinunterzugehen, traf er dort seinen Vater beim Frühstück machen. Seine Großmutter war nirgends zu sehen. Rührei? Fragte sein Vater und hielt die Pfanne hoch, in der die Eier brutzelten. Connor nickte, obwohl er kein bisschen hungrig war, und setzte sich an den Tisch. Sein Vater briet die Eier, legte sie auf gebutterten Toast, die er ebenfalls schon vorbereitet hatte, und stellte zwei Teller auf den Tisch, einen für Connor und einen für sich selbst. Sie saßen da und aßen. Das Schweigen war so drückend, dass Connor nur mit Mühe atmen konnte. Du hast dir ein ganz schönes Chaos angerichtet, sagte sein Vater schließlich. Connor aß weiter, wobei er seinen Eiertoast in so kleine Stücke wie irgend möglich zerteilte. Deine Mutter hat mich heute Morgen angerufen. Sehr, sehr früh. Connor steckte sich noch einen mikroskopischen Bissen in den Mund. Der Zustand deiner Mom hat sich verändert, Connor, sagte sein Vater. Connor sah rasch auf. Deine Großmutter ist gerade im Krankenhaus und spricht mit den Ärzten, fuhr sein Vater fort. Setz dich in der Schule ab. Schule? Sagte Connor. Ich will zu Mom. Aber sein Vater schüttelte bereits den Kopf. Das ist im Moment kein geeigneter Ort für ein Kind. Ich setze dich ab und fahre ins Krankenhaus, aber nach der Schule hole ich dich gleich ab und bringe dich zu dir. Sein Vater blickte auf seinen Teller. Ich hole dich auch eher ab, wenn es sein muss. Connor legte Messer und Gabel weg. Ihm war der Appetit vergangen, vielleicht für immer. He, sagte sein Vater, weißt du noch, wie ich dir gesagt habe, du würdest tapfer sein müssen? Ich glaube, jetzt ist die Zeit dafür gekommen, Großer. Er wies mit dem Kopf in Richtung Wohnzimmer. Ich kann ja sehen, wie sehr dir das alles zu schaffen macht. Er schenkte ihm ein trauriges Lächeln, das schnell wieder verschwand. Und deine Großmutter auch. Das wollte ich nicht, sagte Connor und sein Herz fing an zu hämmern. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Es ist schon gut, sagte sein Vater. Connor runzelte die Stirn. Es ist schon gut? Mach dir keine Gedanken, sagte sein Vater und wandte sich wieder dem Frühstück zu. Es gibt Schlimmeres. Was heißt das? Das heißt, dass wir so tun, als wäre es nie passiert, sagte sein Vater entschieden, weil im Moment andere Dinge wichtig sind. Andere Dinge wie Mom. Sein Vater seufzte. Iss dein Frühstück auf. Ihr werdet mich noch nicht mal bestrafen? Was sollte das denn für einen Sinn haben, Con? Sagte sein Vater und schüttelte den Kopf. Was hätte das in Gottes Namen für einen Sinn? Im Unterricht hatte Connor kein einziges Wort mitbekommen, aber die Lehrer hatten ihn wegen seiner Unaufmerksamkeit nicht ermahnt und waren, wenn sie der Klasse Fragen stellten, einfach über ihn hinweggegangen. Miss Mal bat ihn noch nicht einmal, seine Lebensgeschichte-Aufgabe abzugeben, obwohl sie an diesem Tag fällig war. Connor hatte keinen einzigen Satz geschrieben. Nicht, dass das etwas auszumachen schien. Auch seine Klassenkameraden hielten sich von ihm fern, als ging ein unangenehmer Geruch von ihm aus. Er versuchte sich zu erinnern, ob er seit diesem Morgen mit einem von ihnen geredet hatte. Er glaubte nicht. Was bedeutete, dass er außer mit seinem Vater bisher mit niemandem gesprochen hatte?
Wie konnte das passieren? Aber hier war nun endlich Harry. Und das gab ihm wenigstens ein Gefühl von Normalität. Connor und Mally, sagte Harry und baute sich mit einem Schritt Abstand vor ihm auf. Sully und Anton blieben im Hintergrund und kicherten. Connor stieß sich von der Wand ab, ließ die Arme hängen und wappnete sich für den Schlag, der jetzt kommen mochte. Aber er kam nicht. Harry stand nur da. Auch Sully und Anton standen da, mit einem allmählich schwindenden Lächeln. »Worauf wartest du?«, fragte Connor. »Genau«, sagte Sully zu Harry. »Worauf wartest du?« »Schlag schon zu«, sagte Anton. Harry rührte sich nicht, sah Connor bloß weiterhin unverwandt an. Connor blieb nichts anderes übrig, als seinen Blick zu erwidern, bis es ihm vorkam, als gäbe es nichts auf der Welt außer ihm. Und Harry. Seine Handflächen waren feucht, sein Herz raste. »Tu's doch einfach«, dachte er. Und merkte dann, dass er es laut gesagt hatte. »Tu's doch einfach!« »Was soll ich denn tun?«, fragte Harry ruhig. »Was zum Teufel könntest du von mir wollen, O'Malley?« »Er will, dass du ihn zu Boden schlägst«, sagte Sully. »Er will, dass du ihm in den Arsch trittst«, sagte Anton. »Stimmt das?«, fragte Harry mit anscheinend aufrichtigem Interesse. »Willst du das wirklich?« Connor sagte nichts, stand nur mit geballten Fäusten da und wartete. Da klingelte es laut und schrill, und im selben Moment steuerte Miss Quorn vom anderen Ende des Schulhofs her auf sie zu. Sie redete mit einem anderen Lehrer, beobachtete dabei aber die Schüler um sie herum, insbesondere Connor und Harry, scharf. »Ich fürchte«, sagte Harry, »wir werden nie herausfinden, was O'Malley will.« Anton und Sully lachten, obwohl klar war, dass sie den Witz nicht verstanden hatten, und alle drei machten sich auf den Weg zum Schulgebäude. Aber noch im Gehen sah Harry Connor die ganze Zeit an, schaute kein einziges Mal weg und ließ Connor allein dort stehen, als wäre er für den Rest der Welt vollkommen unsichtbar.